So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber der Shop kam heute Morgen schon. Aber um 15 Uhr kam nochmal ein neuer Shop rein mit einem Update auch noch gleichzeitig. Und wen haben wir reinbekommen? Wir haben den Wellenreiter jetzt drin. Aber ganz ehrlich, das ist auch das Einzigste. Nur der Wellenreiter wurde ins Spiel eingefügt, plus natürlich noch den Kreativwahnsinn. Aber dazu habe ich ja eben schon ein Video hochgeladen, wie ihr zum Beispiel das Spray bekommt. Guckt einfach mal gerade auf meinem Kanal nach, da könnt ihr dasselbe nochmal nachgucken. Ich setze mich gleich nochmal dran, gucke, dass ich die Pickaxe auch noch für euch bekomme, beziehungsweise dass ich euch zeigen kann, wie ich die dann geholt habe. Aber sonst hat sich im Shop halt wirklich gar nichts geändert, außer dass halt der neue Skin Wellenreiter drin ist. Ist zwar nur eine kleine Info, aber falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, hier müsst ihr euch jetzt schnell entscheiden, ob ihr den haben wollt, weil in 8 Stunden kommt schon der nächste Shop und ich weiß nicht, ob der so lange noch drin ist. Also wenn ihr ihn haben wollt, natürlich gerne zuschlagen und ihr wisst ja, gerne auch mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder. Nämlich mehr war jetzt eigentlich nicht. Außer, dass halt zwei Gegenstände aus dem Tresor wieder drin sind, nämlich die taktische Schrotflinte und das Infanteriegewehr. Ganz ehrlich, auf jeden Fall bessere Waffen, als wir jetzt drin haben. Ich kann diese Uhrzeitwaffen nicht mehr sehen. Also, in dem Sinne, hoffentlich mal sind sie nicht auch richtig im Spiel drin. Das kann ich noch nicht ganz bestätigen, denn ihr seht, warte mal, hier, ihr wisst, ich war immer meine Tagesaufgaben, aber da war ich noch nicht dran. Wie gesagt, ich kann eben erst heim. Jetzt gucke ich schnell, wie ich für euch die Pickaxe klar machen kann. Und in dem Sinne, sollte nur ein kurzes Infovideo werden und haut rein.